Moin Freunde, willkommen zurück zum Podicast. Wir befinden uns heute in der 31. Ausgabe des Podicasts, mal wieder relativ regelmäßig. Der letzte Podicast ist ja nicht so lange her und heute sprechen wir mal, und natürlich wir mit dem One Piece Theoretiker, über alle Arcs, die noch in One Piece kommen könnten, außer den Elban Arc, weil über den haben wir schon mal einen eigenen Podcast gemacht, weil das war ja ein relativ großes Thema, logischerweise. Ja, das war ein cooler Podcast, Leute. Ich begrüße euch erstmal und freue mich, jetzt noch ein bisschen zu reden, denn es gibt ein paar spannende Themen bzw. spannende Ereignisse bzw. Arcs, die, wo ich mir fast nicht sicher bin, die werden kommen, also muss kommen. Wie zum Beispiel nochmal so ein Impel Down geschehen oder so. Impel Down muss irgendwie nochmal kommen, darüber reden wir auf jeden Fall. Der letzte Krieg wird natürlich auch nochmal kurz angerissen und sonst noch natürlich andere Gedanken, die wir haben. So, gibt's sonst noch irgendwas vorweg zu sagen? An sich nichts mehr eigentlich, ne? Nee, ich würde sagen, können direkt ins Geschehen starten. Okay, komm, dann hau rein. Also wenn man jetzt mal von einer chronologischen Reihenfolge ausgehen würde, klar, Wano Kuni wird auch noch eine Weile gehen. Danach haben wir, wie gesagt, schon mal ein Video über den Elban-Arc gemacht. Es ist sehr realistisch, dass dieser Arc kommt. So, und wenn man dann für eine chronologische Reihenfolge gehen würde, müsste man halt wissen, was in Elban-Arc passiert. Denn natürlich, wenn man auf Wano Kuni das Road-Poneglyph hat, dann ist für die Strohhüte nur noch ein Road-Poneglyph relevant. Und natürlich möchte man das dann haben. Und sollte das nach dem Elban-Arc noch nicht da sein, also sollte es nicht auf Elban sein, das verschollene Road-Poneglyph, dann würde das halt der nächste Arc sein, weil ich meine, das ist halt das einzige Ziel, was man dann noch haben kann, weißt du? Aber ist sogar fast eher unwahrscheinlich. Ja, also bei mir ist es so wirklich der Gedanke gerade auf Wano Kuni, erstmal, lass mal Klartext, wie lang glaubst du, geht Wano Kuni noch? Jetzt, aus Manga-Sicht? Ja, so aus unserer Zeitrechnung, so bis Mitte 2021 oder was schätzt du? Boah, ich glaube so März 2021. Boah, obwohl es kommt auf so es früh, kommt auf wollte die Pausen. Ich fast schon sagen. Ja, durch die ganzen Pausen aktuell würde ich doch eher, so Ende Mai, also Mai bis Juni, ja. Irgendwie so. Kapitel 1000 ist aber im Januar circa, ne? Also es ist dieses Jahr nicht mehr möglich, so es wäre im Januar theoretisch, wenn noch ein paar Pausen sind, vielleicht Januar, Februar sogar, wäre Chapter 1000. Ob jetzt Chapter 1000 auch etwas so, vielleicht, dass das auch den Arc abschließt oder so, das will ich fast gar nicht sagen, weil überleg mal, wie. Comeback zur Reverie. Ja, wie wenig Chapter wir theoretisch noch haben. Wir haben noch 18 Chapter oder so bis Chapter 1000. Und in 18 Chaptern jetzt den kompletten Kampf mit Kaido gegen die Kaiser und das alles da aufzubauen, das ist eigentlich unmöglich, wenn man nur anguckt, wie lange der Kampf oder wie viele Chapter schon nur der Kampf Ruffy und Katakuri in Anspruch genommen hat. Das war ja auch. Ich glaube, das waren sogar mehr als 18 Chapter. Ohne Scheiß. Natürlich gab es diese Highlight-Chapters, die so nur da das Geschehen gezeigt haben, so, es ging immer so ein bisschen überall noch ab, so, aber trotzdem, ich kann mir auch vorstellen, dass es nicht nur, wenn Ruffy jetzt auf Kaido trifft, dass es auch nicht nur dann in den Chaptern nur darum geht, sondern dass dann auch ein Schwenker gemacht wird zu Zoro gegen King oder sonst was, weißt du, und deswegen 18 Chapter, also ich halte das für unmöglich. Chapter 1000 wird noch mitten in Onigashima sein, das wird irgendwas muss da passieren, vielleicht kommt ja auch jemand, irgendein Shanks oder so. Irgendein Shanks, ja. Einer von den drei. Einer von den ganzen. Das Ding ist, man muss halt sagen, also klar, 18 Chapter, vor allen Dingen, man darf ja nicht vergessen, es stehen ja zu viele Kämpfe an. Also es geht ja nicht mal darum, dass Ruffy Kaido in 18 Chaptern besiegt, sondern es geht ja darum, dass als Beispiel Marco King besiegt, Zoro blablabla bla bla besiegt, Sanji den und den, also Queen muss besiegt werden, Jack muss besiegt werden, die ganzen Flying Six muss besiegt werden und sowas. Das alles in 18 Chapter, das schafft man nicht. Aber macht das überhaupt Sinn, dass man in Wano Kuni ist ja in Akte unterteilt? Ist das quasi schon der letzte Akt? Ich stehe gerade so auf dem Schlauch, weil dann könnte man ja vielleicht ganz quasi kurz bevor, oder wenn das Feuerfestival startet, also wirklich direkt davor, so eine Millisekunde davor, Schwenker, dass man dann nochmal den Akt beendet und dann den letzten Akt, weißt du? Das wäre theoretisch möglich so, weil wir sind jetzt gerade im dritten Akt und es müsste eigentlich müsste es noch ein oder mindestens, also ein mindestens noch, aber vielleicht sogar zwei Akte geben. Und ich weiß nicht, es war ja der dritte Akt, der geht jetzt schon sogar noch vor dem Flashback mit Oden und so hat der schon angefangen. Also ich habe eigentlich gedacht, nach dem Flashback mit Oden, diese ganzen Kapitel, das war ja auch unendlich lang, ein halbes Jahr oder so, habe ich gedacht, da geht's schon mal einen neuen Akt so, dann gibt's erstmal einen Schwenker und dann ist aber, es sieht so aus, dass es vielleicht Chapter 1000 wirklich einen Rundumblick in der Welt geben kann und dann sehen wir Chapter 1000, was vielleicht irgendeine Enthüllung oder so. Aber es wäre halt cool, weil Chapter 1 halt, ist halt Shanks aufgetaucht, so mit Ruffy, Interaktion und so, und dann Chapter 1000, so, dass es 1000 Kapitel gebraucht hat, theoretisch, und dass sie sich wiedersehen oder so. Ich würde es irgendwie feiern, ey. Ich würde es so doll feiern.
Also inzwischen, man muss ja sagen, wir haben ja auch schon mal, auch geil, wir wollen über zukünftige Art sprechen, so direkt noch im Wano Bunyak. Aber wenn man mal überlegt, also das ist auch ein guter Punkt, den hast du mal im Livestream angesprochen, das weiß ich sogar noch, da habe ich nämlich zufällig eingeschaltet in dem Moment. Und zwar, dass Oda ja aktuell so alle Schachfiguren so quasi auf sein Brett packt, weißt du, ja. Wo die hin müssen und so. Und jetzt aktuell das letzte Kapitel nach aktuellstem Stand, ihr seht ja den Podcast quasi auch zum Zeitpunkt der Aufnahme oder zumindest am selben Tag, muss man ja sagen, dass es auch wieder nur darum geht, die Schachfiguren zu positionieren, weil Marco ist doch relativ weit weg und die Charaktere sind gerade noch in Bewegung. Und es wäre sehr geil, und wir haben natürlich auch oft gesagt, dass Chapter 1000 vielleicht so ist, dass man diesen Ultimate Clash in Wano Kuni ins Laufen bringt, sprich, dass man sagt, okay, dann taucht am Ende ein Shanks auf oder ein Blackbeard oder so und es ist wirklich so ein All-Out-Kampf auf Wano Kuni, aber es ist auch immer wahrscheinlicher, dass man in diese 1000 Kapitel für die Wahrheit, so, und dann hat man in Kapitel 1000, geht man wieder zurück zur Reverie, wo dann wirklich alles so, also so diese größten Mysterien überhaupt, Im-Sama und vielleicht das D und Fünf Weisen und sowas, dass man halt in die Richtung geht, weißt du, ja. Und dann halt so einfach die Wahrheit droppt, nach 1000 Kapiteln, das ist auch sehr, sehr wahrscheinlich. Das wäre auch richtig geil. Ja, aber so, also Wano Kuni wird auf jeden Fall noch jetzt einige Chapter gehen. Ich schätze mal wirklich so 30 Kapitel halte ich jetzt vom aktuellen Standpunkt, Chapter 982 jetzt, halte ich das noch für realistisch. Also, dass wir jetzt noch 30 Kapitel ungefähr Wano Kuni haben, vielleicht, das ist echt noch lang, ey. Also, das ist echt noch lang. Also, das, was noch kommen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Oda das alles so lange aufbaut, so Jahrzehnte ja fast schon aufbaut, Wano Kuni mit Thriller Bark und so. Und dann das denn so doll rusht, also denn, weiß ich nicht, das macht keinen Sinn. Also da will er sich auch, glaube ich, Zeit geben. Neue Transformation, dies, das von Ruffy wird auch wahrscheinlich kommen, so. Muss er über sich selbst hinauswachsen, deswegen, ja, lass uns mal weitermachen, über zukünftige Arcs vielleicht mal, so. Das wäre vielleicht mal ein cooles Thema für heute. Man muss aber vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, Oda, das hatte ich auch in meinem letzten Video auf meinem Kanal nochmal gesagt, da hatte Oda mal eine FPS geschrieben, dass ihn halt in Kriegsszenarien, und da ging es halt damals ums Marinefort, halt darum geht, auch das Feeling zu catchen von einem Krieg. Das heißt, dass halt Erklärungen oftmals unter den Tisch fallen, damit halt das Tempo gehalten werden kann. Das heißt, wenn der Krieg erstmal richtig angefangen ist, dann wird nicht so jede neue Technik so bis ins kleinste Detail auch erklärt werden. Was halt typisch One Piece ist, dass man dann wieder 2 Jahre warten muss, bis da irgendwas zukommt. Aber deswegen könnte das schon in die Richtung gehen. Und kommen wir jetzt mal zu zukünftiger Arcs. Also wenn dann Wano Kuni abgeschlossen ist, sagen wir mal Mitte nächsten Jahres, irgendwann im Sommer ungefähr, dann, und der Elban Arc kommt, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Elban Arc das letzte Road Poneglyph auch mit beinhaltet. Sollte das nicht so sein, wird das der nächste Arc sein, sprich das letzte Road Poneglyph kommt nach dem Elban Arc, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass der Elban Arc auch das letzte Road Poneglyph abhandeln wird, und es ist halt sehr wahrscheinlich, dass der Elban Arc kommen wird nach Wano Kuni. Aber das soweit dazu. Wenn man jetzt sagt, okay, Road Poneglyph ist im Wano, ist nach Elban abgehandelt, man hat alle Road Poneglyphe, dann würde es ja eigentlich nur noch Richtung One Piece gehen und Richtung Blackbeard und letzte Krieg, wo auch die Weltregierung mit beteiligt ist. Aber es gibt halt noch so ein paar kleine Zwischenstationen, die, finde ich, relevant sind. Und da ist, finde ich, auch so ein Punkt, wo man gut einsteigen kann. Und zwar ein zweiter Impel Down Arc, auch so ein bisschen als Vorbereitung auf den finalen Krieg. Ja, also die Sabo-Thematik steht auch noch im Raum, ne? Wir wissen jetzt nicht, was nach Wano Kuni, wenn Ruffy das dann da erfährt, vielleicht von einer Person, die auftaucht, ob es Shanks ist oder ob Marco vielleicht. Marco hat höchstwahrscheinlich die Zeitung gelesen. Also er weiß das mit Sabo. So, und wenn irgendwie das im Gespräch oder wenn das irgendwie dann auch für Marco bewusst ist überhaupt, dass das Sabo und Ruffy Brüder sind, so, er weiß das ja gar nicht, deswegen, warum sollte er das jetzt einfach erzählen, macht keinen Sinn, aber wenn er das erfährt und das dann auch noch irgendwie sagt, so, dass das in der Zeitung stand oder wenn die Zeitung allgemein vielleicht in die Hände von Ruffy kommt oder von Nami oder so, nach dem ganzen Kampf, nach dem Krieg da, dann kann das eh alles erstmal arc-technisch vielleicht nicht direkt nach Elban laufen, dann kann es ja auch sein, dass sie erstmal Sabo-Rettungs-Arc oder das kann ja so verrückt jetzt noch werden, One Piece, also ich sag mal so, nach dem Wano Kuni-Arc ist eigentlich nichts mehr so festgeschrieben, ne? Es kann alles passieren. Ja, es kann eine ganz andere. Klar, Sabo ist dringender als das letzte Road Poneglyph, weil das rennt nicht weg, so. Das heißt, Ruffy würde natürlich, wenn er die Möglichkeit hat. Also, man darf ja auch nicht vergessen, Wano Kuni sind jetzt. Also, es sind zwar noch viele Chapter und es wird noch bis Mitte nächsten Jahres ungefähr laufen, aber es sind ja nicht mehr viele Tage oder so, die davon inbegriffen sind. Deswegen könnte man, wenn Ruffy jetzt von Sabo erfahren würde und es wäre wieder so ein bisschen wie bei Ace, so, ja, er wird dann und dann hingerichtet, wenn dann doch klar wird, dass er nicht schon hingerichtet wurde, wovon natürlich, also was natürlich klar ist, dass er noch nicht tot ist.
Oh, das wäre schon krass, aber es wäre auch irgendwie komisch, weil man müsste es halt anders lösen wie bei Ace. Man kann jetzt nicht so Marineford die zweite machen, weißt du, und dann kommen wieder alle dahin und Sabo ist auf dem Schafott und Ruffy rennt wieder 80 Kapitel Richtung Schafott und kommt nicht näher. So wird es nicht laufen. Weswegen auch hier wieder, wenn man sagt, okay, man verlegt Sabo erstmal in Impel Down, bis man überlegt, was man weitermachen kann und geht in die unterste Ebene, sprich auch Level 6, nicht Level 5, sondern Level 6 dann nochmal. Und dann hat man einen Arc, wo Impel Down zerstört wird. Also wo es danach kein Impel Down-Gefängnis mehr gibt, weißt du? Ja. So, das könnte ich mir vorstellen aus mehreren Gründen, weil erstmal für Ruffy muss es sowieso irgendwann mal wegen Bon Clay zurück nach Impel Down gehen. Da führt ja auch kein Weg mehr dran vorbei. Und ja, so langsam ist Impel Down noch abgehandelt, weil das Problem ist halt, wenn man zum Beispiel, es ist zwar nur so eine kleine Sache am Rande, aber die One-Piece-Filme, die auch mal von Oda geschrieben werden, da geht es auch immer darum, dass irgendjemand aus Impel Down ausgebrochen ist, so weißt du? So noch einer so in diesen untersten Level war und dann, also jetzt auch im aktuellsten Film war das auch so, davor auch mit Shiki und so. Ja. Dass man halt immer so ein Charakter, also diese Impel Down-Thematik muss aufhören. Und ich finde, wenn der letzte Krieg bevorsteht, dann müssen alle Schachfiguren da sein oder zumindest ihre Position haben und dürfen nicht in irgendeiner Zelle verrotten. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und auch Doflamingo und so. Es gibt so viel, was in Impel Down abgehandelt werden muss. Doflamingo und die Assassinen, Magellans letzter Einsatz quasi dazu, ob er Doflamingo beschützt. Bon Clay natürlich, dann Morley, der in Impel Down quasi die Gänge gebaut hat für Ivankov, was natürlich super relevant ist, falls Sabo in Impel Down ist, weil dann kann man Morleys Gänge vielleicht noch nutzen und so und er hat das Wissen dazu. Es gibt so viel dazu. Auch, du musst auch überlegen, dass Impel Down auch zur Weltregierung gehört, weißt du, also das ist eh so ein Dorn im Auge am Ende, das ist, weiß ich nicht. Und Magellan, wie schätzt du den ein? Lass mal kurz noch auf Impel Down ein. Meinst du jetzt mal, weil vor dem Timeskip war Magellan gefühlt so Admiralslevel. Ich würde vielleicht sogar immer noch sagen, dass der so auf Admiralstufe vielleicht sogar ist, weil das ist ultra stark. Also meinst du, ein Ruffy heutzutage jetzt so in dem Kampf mit Katakuri, wie wir ihn gesehen haben, mit Snake Man und dies, das, könnte er einen Magellan besiegen oder nicht? Schwere Frage. Ich glaube, Ruffy könnte ihn besiegen, weil erstmal Ruffy ja sowieso inzwischen Gift relativ gut ab kann. Das ist ja schon mal das Erste. Ja, das stimmt. So. Also aus der Perspektive. Zweitens kennt er jetzt Magellans Teufelsfrucht relativ gut. Und man darf ja nicht vergessen, Magellans Impact war gewaltig, auch wie er Blackbeard und so geschlachtet hatte in Impel Down. Aber man darf ja auch nicht vergessen, Magellan war so ein bisschen so ein Comedy-Element zum einen mit seinen ganzen Gift quasi, was immer aus seinem Körper rauskommt. Dann auf der einen Seite, dass er Shiryu freigelassen hat, was natürlich eine ultra dumme Idee war. Und einfach so ein Blackbeard, der gesagt hat so, ja, ich vertraue darauf, oder ich wusste irgendwie, dass ich diese Giftattacke überstehe und hier rauskomme, so mäßig. Ist ja alles so ein bisschen anders gelaufen. Wenn Magellan gewollt hätte oder anders an die Sache rangegangen wäre, hätte er vielleicht auch mehr erreichen können. Und ich finde, Magellan ist schon enorm stark. Also, ob er wirklich so einen Fujitora oder einen Kizaru besiegen könnte im 1 gegen 1, glaube ich nicht. Aber ich glaube schon, dass er einen ungefähren Kräfteniveau von denen spielt, ja. Aber guck mal, wenn man sich das mal so reinzieht, Ace, ne? Ja, yes, Digga, die Verbindung zu Ace. Ace hat ja voll verkackt gegen Blackbeard, so. Und Blackbeard mit seiner ganzen Crew wurde von Magellan einfach fast getötet, so wäre Shiryu nicht da gewesen. Also, ja, das stimmt. Krass, das stimmt, ey. Obwohl, wie gesagt, Blackbeard auch schon die Finsternisfrucht hatte im Kampf gegen Magellan. So, also, wir wissen zwar, wir haben den Kampf nicht gesehen, wir haben am Ende nur gesehen, wie sie da vollgeschleimt da fast sterben, so, aber es war ja ein Kampf. Ich glaube nicht, dass das wirklich einfach so ein, weiß ich nicht, ich glaube schon, die haben ein bisschen ernster noch gekämpft, oder? Man hat ja diese Hydra gesehen, ja. die verschlungen hat. Aber man hat sonst, also, und dann halt diesen kurzen Schnitt dazu. Aber es war ja quasi Blackbeard, der dann gesagt hat, irgendwie wusste ich, dass ich da durchkomme aus der ganzen Geschichte. Wo halt auch wieder, da gibt es halt auch so wieder so viele Mythen, woher will er das wissen, wie kann er sich da so sicher sein, dass er vielleicht auch nicht all out direkt gegangen ist und so. Ich weiß nicht, es ist sehr schwierig, aber man darf auf jeden Fall davon ausgehen, dass Magellan immer noch ein ernstzunehmender Gegner ist, auch wenn er vor den Timeskip schon mal ein Gegner war, weil er ist halt nicht wie andere Gegner von Timeskip, also ist jetzt nicht wie so ein Arlong oder so, weißt du, wo du denkst, okay, der braucht jetzt nicht mehr sich vor Ruffy stellen, sondern er ist immer noch ein ernstzunehmender Gegner. Ja, Mann. Also ich würde es auch feiern, wenn es nochmal nach Impel Down geht. Allein wegen Bonchan und so und auch, weil ich den Charakter eigentlich so mag. Ist einfach lustig so gewesen und keine Ahnung. Auch, wer kann da noch alles sein? Wenn es da nochmal hingeht, Doflamingo liegt da noch. Also, da sind noch geile Charaktere, wahrscheinlich auch noch im Verborgenen, die wir vielleicht auch schon kennen.
Also jetzt mal angenommen, wir wissen es ja nicht, es kann auch sein, stell dir mal vor, ein Enel oder so ist schon in den 2 Jahren. Ein Scoppy sitzt da auch noch, ja. Na, Scoppy sitzt da. Aber stell dir mal vor, ein Enel oder so ist so Nipple Down drin, das weiß man ja nicht. So, es kann alles sein. Es kann alles sein. Glaube ich nicht. Es kann auf jeden Fall alles sein. Also es ist, ja, das sind so Strohhalme, an die man sich klammern kann, aber. Also es wird auf jeden Fall noch Überraschungen geben und es ist zu viel in Impeldown. Wenn Sabo da ist, reicht das schon, aber Bonclay auf jeden Fall und Doflamingo muss ja auch abgehandelt werden. Und deswegen ist das eigentlich alles so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, es geht nochmal nach Impeldown. Auch es ist zu geil. Aber sag mal, Bonclay für die Strohhütte, glaubst du, er kommt in die Crew? Oh, ich kann es mir vorstellen, so, aber ich weiß nicht. Also, es wäre auch cool vom Comedy-Aspekt so, ne? Fun Fact dazu, ich habe eine 100-Euro-Wette mit Raffi am Laufen, ob er in die Crew kommt oder nicht. Und ich habe gesagt, nee, er kommt nicht in die Crew. Er kommt nicht in die Crew, okay. Nee, ich habe gesagt, er schließt sich den Strohhüten an, hilft denen aber mehr so ein bisschen auf Floor-Basis. Also, dass er so eine, ja, dass er halt so zwar mitkämpft in ein, zwei Kämpfen, aber kein offizielles Strohhütten-Mitglied wird. Das habe ich gesagt. Raffi hat gesagt, er wird ein offizielles Strohhütten-Mitglied und der Gewinner kriegt 100 Euro. Ja, ich habe mir jetzt auch so. In 10 Jahren. Ich hätte auch so eine Aal-Antwort eher jetzt gesagt, dass er so, keine Ahnung, dabei ist, so wie Lore. Aber ich weiß nicht, mit Vivi ist auch so eine Frage, die ist ja auch, mit ihr ist ja auch noch was los, so was auch noch geklärt werden muss mit der Nefeltari-Familie so ein bisschen. Es wurde von Garb angeteased, dass etwas bei der Reverie passiert ist mit der Nefeltari-Familie so. Ist halt die Frage, ist sie vielleicht entkommen? Ist sie vielleicht mit Sabo oder mit Bonnie oder so denn entkommen? Oder ist Vivi da gestorben, was ich nicht glaube? Ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht sich auch den Revus irgendwie dann angeschlossen hat oder dass sie vielleicht gerettet wurde oder geflohen ist noch oder so und dann irgendwann auf Ruffy wieder trifft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auch noch beitritt, aber das ist auch noch so ein Geschehen, weißt du? Dann haben wir noch jetzt das Geschehen mit den 7 Samurai, wo, was ich weiß nicht, das würde ich jetzt nicht als eine der zukünftigen Arcs betiteln so, ne? Aber ich weiß nicht, das mit Weeble zum Beispiel, Weeble war ja auch noch ein Punkt, der wurde jetzt wahrscheinlich gefangen genommen, so, wenn man das so aus Markus Erscheinen raus... Wir sind so dumm. Was denn? Natürlich, wenn eine neue Impel Down Arc kommt und die 7 Samurai zum Teil gefangen genommen wurde, ist das natürlich auch ein Grund. Klar, wenn natürlich Edward Weeble und Boar Hancock als Beispiel in Impel Down schimmeln, dann ist das natürlich auch für Ruffy, natürlich für Boar Hancock, als auch auf, in gewisser Weise für Edward Weeble, dann auch wieder interessant, weißt du? Ja, auch so, erstmal also, ein Grund für Ruffy nochmal zusätzlich natürlich auch nach Impel Down zu kommen, wenn Boar Hancock da noch ist, die ihn ja geholfen hat. Vor allen Dingen, genau, das ist der Punkt, weil sie hat geholfen und sie hat auch schon beim Impel Down Arc geholfen. Also sie hat ja quasi schon Ace die Nachricht überbracht, dass Ruffy kommt und sie war ja schon in Impel Down Geschehen voll mit drinne und deswegen ist die Verbindung halt so krass. Aber ey, also, jetzt mal ehrlich, wenn Ruffy nach dem Wano Kuni Arc mit dem wahrscheinlich noch viel krasseren Power-Up gegen Kaido, was er dann hat und so, und Zorro mit Enma oder so, wenn die alle danach in Impel Down reinrennen, also wer soll die denn aufhalten? Die komischen Affen da oder was? Die, wie heißen die nochmal, diese blauen die Minotauren. Nee, die, ja, diese anderen, du weißt, wie ich meine. Diese Blue Gobis oder wie heißen. Ja, stimmt. Ja, also dem Grunde nach, klar, Magellan braucht auf jeden Fall Unterstützung, wobei man aber auch sagen muss, es wäre zum Beispiel auch eine gute Möglichkeit, also als Beispiel, man darf ja nicht vergessen, damals wurde ja so ein bisschen die Kommunikation zwischen Weltregierung oder Marine und Impel Down unterbrochen, damit halt in Impel Down dieses ganze Geschehen fortgehen kann. Das hat man aber nur gemacht, damit man halt in Ruhe alle Level durchgehen kann, weil dann gab es ja das eine Level, da ist es übertrieben heiß und bla bla bla, so, und hat das dann so gelöst. Aber da wir das jetzt alle schon kennen, muss das Geschehen viel schneller sein und ich könnte mir auch vorstellen, dass man dann halt in die Richtung geht, okay, Buster Call of Impel Down, Impel Down wird sowieso zerstört werden, weißt du? Ja. Alle Häftlinge sind ausgebrochen, Green Bull wird eingeführt davon. Und das wollte ich gerade sagen. Ich und Green Bull wird durch den Buster Call entsendet. Ich wollte jetzt gerade genau das gleiche sagen. Das ist, also das würde dann halt so, weil ich meine, Green Bull muss man früher oder später zeigen und man zeigt ihn nicht erst im allerletzten Krieg, weil im allerletzten Krieg muss man jede Partei, finde ich, auch kennen, so ein bisschen. Außer vielleicht im Sommer. Aber so, man muss jede konkurrierende Partei kennen und dann darf nicht so ein Admiral auf einmal dann erst seine Silhouette gelöst werden. Ja, das wäre ein bisschen deswegen kacke. Deswegen als Impel Down wäre es sehr, sehr geil. Das wäre echt gut. Auch ein Buster Call ist für mich auch so, ein Buster Call auf Impel Down ist zwar eigentlich so ins eigene Fleisch schneiden mäßig, aber ich sag mal so, wenn es eh schon verloren ist, wenn da nur Kriminelle sind, die drohen auszubrechen, also so ein, also ich will nicht sagen, Magellan besiegt ist, weißt du? Ja, ich will nicht sagen, dass ein Miok auch da drin ist, aber wenn Miok wieder ausbricht, ist das, glaube ich, so schlimm für die Weltregierung. Ja,
Genau, und vor allen Dingen, ey, überlegt euch mal, also, ey, überlegt euch mal, also, als Beispiel, Magellan verteidigt Impel Down, Magellan ist krass, aber er schafft es dann noch zu sagen, alle Häftlinge sind ausgebrochen und Magellan wird besiegt, dann hat die Weltregierung ja nichts mehr in der Hand. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass die sieben Samurai, die jetzt wissen, dass sie gejagt werden, weil das wäre ein überraschender Move, dass sie auf einmal alle angegriffen werden, wenn die wieder ausbrechen und auch ein Doflamingo nicht getötet wurde und die wissen, dass Doflamingo auch noch lebend in Impel Down ist und die Chance besteht, dass er jetzt freikommt und die Wahrheit allen erzählt, die es gerne hören möchten, das ist ein zu großes Risiko für die. Deswegen kann ich mir echt vorstellen, dass die dann sagen, okay, dann scheiß drauf, dann töten wir einfach alle da, weil ob die jetzt im Knast angekettet sind oder tot sind, ja. Gerade Akainu, er ist genau der Mann dafür, weißt du, Akainu, als ob er dann auf einmal sagt, so, ah, nee, können wir nicht machen, so. Weil Akainu hat schon mal auf seine eigenen Leute quasi Magma-Fäuste regnen lassen und so, das interessiert den alles nicht so. Auch ein Corby war nur einen Millimeter davon entfernt, mal ein bisschen Magma zu frühstücken, deswegen, ja, Mann. Also er hat kein Problem damit, seine eigenen Leute zu töten. Ist halt echt so und ich kann es mir auch echt vorstellen, dass das mit dem Buster Call auf Impel Down, ich finde das eigentlich echt geil, so, aber... Man kann, ey, in solche Richtungen jetzt, so wie es aussieht in One Piece, kann man unendlich denken. Man kann auch sagen, okay, keine Ahnung, auf Elbahn geht's weiter erstmal und dann erfahren sie da die News und dann kommt, es kann immer alles irgendwie anders passieren. Es ist so schwer abzuwiegen, wie es jetzt weitergeht in One Piece, aber dafür ist halt so ein Podcast da, damit man auch mal so ein bisschen, ja, frei spekuliert in alle Richtungen. Aber ich finde das schon ziemlich gut. Ja, kommen wir, also sagen wir mal so, Impel Down, denke ich, haben wir ganz gut, abgehakt. Elban, wie gesagt, haben wir einen eigenen Podcast zu. Aber sprechen wir mal kurz darüber. Wenn im Elban-Arc und Impel Down, sagen wir mal, ist auch dann schon abgehakt, man hat alle vier Roadpony-Glyphe bei den Strohhüten. Glaubst du, man geht erst in die Richtung finaler Krieg und danach geht Ruffy zu One Piece? Oder wird Ruffy erst Piratenkönig und dann gibt es nochmal so einen finalen Krieg, wo er schon so ganz oben angekommen ist? Oh, Digga, ey, erstmal sorry, Leute, bei mir geht hier die Welt unter. Also bei mir ist gerade so Gewitter. Ich dachte gerade, was ist mit dir los? Ultra-Gewitter. Nee, also ich kann mir vorstellen, dass erstmal das One Piece gefunden wird, was natürlich auch wahrscheinlich mit einem Kampf mit Blackbeard und so zusammenhängt und danach der große Krieg stattfindet. So kann ich mir immer vor, so stelle ich mir das immer vor. Es ist so schwer, Leute, es ist so schwer. Also, ich könnte mir das halt auch vorstellen, dass Ruffy als Piratenkönig, der alle Rassen vereint hat, so, also Riesen, Tontata, Fischmenschen und sowas, alles vereint hat, dass der dann zusammen mit seiner riesigen Allianz gegen die Weltregierung in einen All-Out-Kampf tritt, so, und es quasi darum geht, wer jetzt die Welt, also ob die Freiheit obsiegt, die Ruffy will, dass jeder das macht, was er quasi für richtig hält, oder ob die Weltregierung ihre Ordnung durchsetzt. Und dieser Krieg dann kommt, nachdem Ruffy Piratenkönig ist. Aber für mich, ich stelle mir das Ende von One Piece immer so vor, dass man das One Piece findet und es dann nicht mehr viele Kapitel gibt. Weißt du, dass das auch so ein bisschen das Ende ist. Ja, wäre auch cool. Aber das cool. kann eigentlich nicht sein, weil man darf ja auch nicht vergessen, dass Roger, der das One Piece gefunden hat, dass auch Rady dazu dann sagte, wir hatten nicht mehr die Zeit oder wir hatten nicht mehr die Möglichkeit, daraus etwas zu machen, weißt du? Ja, ja. So. Also, es ist auch in dieser Hinsicht kann ich mir auch vieles vorstellen. Es würde auch Sinn machen, vielleicht erstmal dann die Weltregierung zu bekämpfen, so. Wäre auch cool, wäre auch nicht schlecht, so. Erstmal die Weltregierung zu bekämpfen, weil vielleicht sie sich in den Weg stellt, weil das letzte Roadpony-Glyph wirklich vielleicht bei der Weltregierung, bei Meljoa im Keller ist und der Schatz von Meljoa doch ist oder so. Weißt du, es könnte auch sein und dann müssen sie erstmal gegen die Weltregierung kämpfen, so. Und danach, weiß ich nicht, kommt dann erst der Kampf gegen Blackbeard auf Raftel dann. Und das könnte auch sein. Es würde aber auch Sinn machen, dass Ruffy Piratenkönig wird und danach vielleicht dann erst, sozusagen, dass die Welt das erfährt. Oh Leute, bei mir gewittert das so doll, tut mir leid. Also, ja, und dann der Kampf gegen die Weltregierung kommt. Also man kann es drehen, wie man will. Oh, es ist echt voll verzwickt. Glaubst du, am Ende von One Piece, wenn quasi nur noch... Also glaubst du, es wird einfach nur noch so ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ruffy und Blackbeard? Oder glaubst du, es mischt sich noch irgendein Kaiser oder irgendein Supernova mit ein? So, also auch so, dass es nicht so ein Wettlauf zwischen Blackbeard und Ruffy wird, sondern dass auch noch irgendeine dritte Person mitmacht. Also, ja, das ist halt die Frage. Ich kann mir vorstellen, dass Blackbeard ist der Hauptrivale, sag ich mal, auch im Kampf um das One Piece. Aber so ein Kid ist für mich auch noch, aber das kann nach dem Wano Kuni-Arc schon wieder komplett anders aussehen, wie es mit Kid ist. Es kann sein, dass wir danach denken, okay,
okay, der ist ja doch viel krasser, als wir gedacht haben, der könnte jetzt noch ein krasserer Rivale oder ein Anwärter auf den Piratenkönig-Posten sein. Oder wir denken, okay, ja, der ist mehr oder weniger durch jetzt so. Wissen wir nicht. Das ist jetzt noch ein anderer Kaiser, das Kaido nach dem Arc, Big Mom, wissen wir eh nicht, was mit denen ist. Das Shanks noch um das One Piece irgendwie, glaube ich nicht. Deswegen, ich glaube eigentlich, ist es nur zwischen Blackbeard und Ruffy am Ende. Ich kann mir sogar vorstellen, dass vor Ruffy Blackbeard auf Raftel ist und vielleicht sogar das One Piece findet. Es aber nicht irgendwie verwenden kann oder nichts damit anfangen kann oder so. Ich kann mir das sogar vorstellen. Das wäre auch eine coole Art, das zu schreiben, finde ich. Ja, vielleicht auch so aus der Perspektive, dass man, es würde ja sogar ein bisschen in das passen, was Roger da, also dass sie das nicht mehr nutzen konnten, weißt du, dass man vielleicht das One Piece vor seinen Augen hat, aber irgendwas Wichtiges fehlt noch dafür, ja. Dass man das dann wirklich nutzen kann. Aber das ist halt, es ist so verstrickt, aber es ist halt auch die Frage, inwiefern sich halt noch die Weltregierung in das ganze Geschehen am Ende mit einmischt. Es ist ja generell auch die Frage, was hat die Weltregierung jetzt überhaupt für eine Waffe, die in der Lage ist, die sieben Samurai auszuschalten, weil man muss ja sogar sehr stark davon ausgehen, dass Edward Weeble, der ja mit der Stärke eines jungen Whitebeards konkurrieren soll, wie Kizaru sagt, und ich glaube, der wird schon sehr, sehr mächtig sein, hat ja auch so das höchste Kopfgeld von allen sieben Samurai, bevor es eingefroren wurde, also von daher der wird schon sehr, sehr krass sein und das zu besiegen, einfach mal so, stelle ich mir sehr schwer vor. Weißt du, was ich auch krass finde, dass wir auch jetzt nur dieses Thema, jetzt diesen Podcast aufgreifen und wirklich nach Wano Kuni eigentlich nur noch schon das Finale so. Es ist nur noch jetzt Kampf, es ist Krieg, es ist noch hier großer Ausbruch, es ist danach noch, es ist nicht mehr jetzt, ja okay, es gibt da noch wahrscheinlich eine Winterinsel oder die Raijin, die Elektroinsel, wo sie hinkommen und ein Abenteuer erleben. Sie werden jetzt nicht mehr normal auf irgendeine Insel kommen und ein Abenteuer erleben oder so. Vielleicht sowas auf Elban, vielleicht kann ich mir auf Elban das noch vorstellen, dass so ein bisschen dieser klassische One Piece Arc noch einmal mit allen Strohhüten zusammen, weil das war ja auch lange nicht mehr, nochmal eine Insel betreten wird, nochmal, das kann ich mir vielleicht noch einmal auf Elban vorstellen, aber eigentlich auch nicht, weil wie könnte das so ein Ruffy verkraften, auf Elban da irgendein Abenteuer zu erleben, wenn er nebenbei sein Bruder Sabo da irgendwie in Gefangenschaft ist. Das macht ja dann auch keinen Sinn, weißt du? Also eigentlich ist es durch, dieses Thema mit den klassischen, ruhigen One-Piece-Arcs, wo es immer ein bisschen klassisch aufgebaut wird. So, das ist eigentlich durch, das Thema. Ja, vor allen Dingen in Chapter 1000 wird ja wahrscheinlich so ein bisschen, ich sag mal, die Wahrheit gedroppt und der Krieg im Wano Kuni vielleicht so auf dem absoluten Höhepunkt sein. Und danach wieder in so eine friedliche Szenerie zurückzukehren, ist halt unwahrscheinlich. Und man darf halt nicht vergessen, es geht nur noch in Richtung One Piece. Ich meine, Zhu hat einen Road Poneglyph gebracht, direkt danach kam Whole Cake Island, auch ein Road Poneglyph, direkt danach kam Wano Kuni, auch ein Road Poneglyph. Als ob man jetzt nach drei Road Poneglyphen, die straight hintereinander kommen, auf einmal beim vierten sagt, ha, droppen wir nochmal 2 Jahre irgendeinen Arc dazwischen, der gar nichts damit zu tun hat, weißt du? So, ja, macht keinen Sinn aus Schreibersicht. Das so. Wird, ja, schon Sinn. Nee, das ist... Also es geht in Richtung Finale, muss man wirklich mal sagen. Aber jetzt trotzdem, wenn wir schon so reden, Richtung Finale, lass uns gleich mal über das Thema schlechthin reden, was immer wieder alle paar Monate aufkocht. Was glaubst du, wie lange geht One Piece allgemein noch? Das ist wohl die Baba-Frage. Aber die muss gefragt werden. Auch geschickt, dass du die Frage an mich stellst und jetzt muss ich zuerst antworten. Ja, ja. Also aus Manga-technischer Sicht, gehen wir mal schnell durch. Ich würde sagen, Mitte nächsten Jahres ist Wano Kuni zu Ende. Elban Arc wird 2,5 Jahre gehen. Oh, Digga. Ja, okay. Glaube ich. Ja, aber kann ich mir auch vorstellen. Zwei Jahre kann ich mir auch vorstellen. Zwei Jahre ist eine gute Zeit. Also sind wir schon bei Mitte 2023. Ich glaube, Mample Down Arc ist in einem halben Jahr, etwas über einem halben Jahr abgeschlossen. Das wird ein schneller Arc sein. Ja. Dazwischen halt immer mal wieder ein paar Schwenker. Also so ungefähr Anfang 2022 sind alle Road Poneglyphe, Mample Down, Sabo abgehandelt. Und ich glaube, dann gibt es, also ich glaube halt wirklich der letzte Arc, nämlich dieser finale Arc, Ruffy, Piratenkönig, Kampf gegen Blackbeard, Kampf gegen die Weltregierung, alle Parteien zusammen, wird auch der längste Arc sein. Also das wird ja viel größer sein als Marineford, weil man darf ja nicht vergessen, da sind ja alle, also wirklich alle, weißt du? Ja, ich glaube, das wird auch nochmal zweieinhalb Jahre gehen. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch immer wieder so kleine Arcs, die quasi so 4-5 Kapitel immer mal wieder zwischendurch gehen werden. Man wird wieder zurück zur Reverie gehen. Man wird mal sehen, was Vegapunk noch macht oder so. Es gibt halt so viele Sachen, die zwischendurch noch abgehandelt werden müssen. Das heißt, man kommt ohne Probleme, denke ich, in Richtung 2. Also ich könnte mir vorstellen, 2025. Oh, echt? Also, naja, wohl 2000. Ich weiß nicht. Es ist schwer. Es ist ultra schwer. Es ist so schwer. Ich bin
dichter an 2030 sogar dran als an 2025, weil... Also, ey, wenn man wirklich alles abhandelt, ja, also auch Ruffy als Piraten, ich weiß nicht so, ich denke 2027 ist Ende. Ja, 2027 vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ey, das ist noch so lang hin eigentlich, ne? Also, aber wenn man sich vorstellt, was noch kommt. Das ist ein absoluter Struggle. So, es könnte auch. Also, ey, ganz ehrlich, oder könnte es so schreiben, dass es 2025 endet und keiner könnte was Negatives sagen. Ihr könnt es auch so schreiben, dass es 2030 endet und man könnte genauso wenig Negatives sagen. Ja, ist so. Weil ein Arc dazwischen bringen, es muss ja theoretisch, man darf ja nicht vergessen, Nick Robin ist zu CP9 gegangen und zack hat man einen neuen Arc, weißt du? Ja, ja. So Enies Lobby, zack ist man ein Jahr vergangen. So, deswegen ist es ist schwierig zu sagen. Ein Geschehen kann alles zunichte machen. Ja, und manchmal ist es halt auch so, dass es ultra lange dauert, ne? Also warte mal, wann hat denn Wano Kuni angefangen? Lass uns mal den Wano Kuni Arc kurz. Boah. Ich würde sagen, das war ja so, ich glaube, ich weiß noch ziemlich genau, das war im Juni 2018. Also der geht jetzt auch schon über 2 Jahre. Kann man sagen. Ja. Also überleg mal. Und der wird jetzt noch ein Jahr gehen, so. Kann ich mir vor fast ein Jahr. Es ist ein Arc, der fast 3 Jahre geht, so. Aber es ist auch, bei Wano Kuni ist auch gerechtfertigt und es wurde lange aufgebaut. Da ist es jetzt nicht so schlimm. Bei Dressrosa, die 2,5 Jahre oder so, fand ich schon ein bisschen fragwürdiger teilweise, dass das so lang gezogen war, weil das war so ein Arc, der war schon relevant, aber jetzt nicht so krass. Weißt du? Deswegen, boah, ich weiß nicht. Kommt immer drauf an, wie lang Oda denn die Sachen zeigt, so. Aber ich wünsche mir von Oda jetzt in naher Zukunft, in den Arcs, die wir jetzt noch haben, in den krassen Kämpfen, die uns bevorstehen, dass wir mehr Kampf sehen und detaillierter den Kampf sehen. So als Paradebeispiel war wirklich schon Ruffy gegen Katakuri. Da fand ich die Manga-Chapter und auch der Anime später, das war einfach 1+ mit Doppelsternchen sogar. So will ich es weiterhin haben, weil ich muss sagen, in One Piece wurde das nie, da wurde nie so ein Dollar Wert drauf gelegt, auf die Kämpfe an sich. Es waren gute Kämpfe, aber oftmals war es dann immer nur so ein paar Panels, ein paar Schlagaustausche, eine große Faust gegen die andere große Faust und dann war es zu Ende. So, ich wünsche mir mehr so richtig geile, jetzt mit dem Erwachen eine Technik, ich wünsche mir mit Haki noch mehr, mit dem Gokin und so. Das wird jetzt schon alles gut gemacht und da wünsche ich mir einfach jetzt in der Zukunft noch ein bisschen, ja, ein bisschen, dass da ein bisschen mehr. Kampfchoreografie. Ja, genau, also so ein bisschen, Naruto-mäßig halt. So ein bisschen. Ja, genau, einfach mal. Ja, es ist schwer zu sagen, aber natürlich im Anime hat man das, aber auch ein bisschen, weil Toy Animation keine Wahl hat. Weil wenn Toy Animation den Manga nur die Panels umsetzen würde im Kampf, dann wäre der Kampf nach einer halben Folge zu Ende. Weil Oda zeigt echt nicht so viel beim Kampf meistens. Also, obwohl, ja, okay, man darf jetzt nicht total übertreiben, er zeigt schon also einiges. Aber es fehlt noch so diese kleinen Zwischenattacken mal zwischendurch, weißt du? Da mal das und Toy Animation macht das ja als Anime, dann kommt da doch mal eine Jet Gatlinger, die eigentlich gar nicht im Manga war. Ja. Aber also in die Richtung könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Gibt's denn irgendeinen Arc, den du dir noch wünschen würdest, der aber vielleicht unwahrscheinlich ist, dass der noch kommt? Boah, ein Arc. Also ich glaube ja immer noch an den Edel-Arc. Ja, aber, ey, Digga, genau das hatte ich gerade im Kopf, ohne Scheiß. Ich hatte genau das im Kopf, dieses Geschehen zwischen, wo ich ja immer noch glaube, dass es ein Geschehen gibt zwischen den beiden, Rouge und Enel, dass das irgendwie noch gezeigt wird. Das würde ich interessant finden, irgendwas über Enel zu erfahren. Was hat er jetzt gemacht? Ich weiß nicht, was hat er gemacht? Und hat er wirklich, also er hat Birka zerstört, das Königreich, die Himmelsinsel. Aber warum heißt denn der Mond auch Birka? Warum wollte er da hin? Und warum saß Rouge auf dieser zerstörten Himmelsinsel? War das Birka so? Ich will da. Also das sind für mich Mysterien, die jetzt nicht für jeden so offensichtlich sind, wie jetzt zum Beispiel Blackbeards zweite Teufelsfrucht, was ist das, sondern das sind so ein bisschen verborgene, versteckte Geheimnisse und Story-Sachen, die so, die will ich aber aufgeklärt haben, so, sonst bin ich ein bisschen traurig am Ende. Also das ist so ein Ding, was ich noch haben. Ja, das ist aber echt, also ein Arc jetzt mit den Strohhüten fällt mir jetzt spontan eigentlich nur ein, was ich noch will, ist eigentlich wirklich auch der Standard-Shit. Elban und Impel Down und der letzte Krieg. Das sind so die Sachen, die ich einfach haben will noch so. Und die werden wir auch kriegen, ja, wahrscheinlich so. Ja, ja, das denke ich auch. Ich glaube halt, aber auch diese Zwischen-Arcs werden noch kommen. Man darf ja nicht vergessen, es ist mal so, weißt du, Whole Cake Island, dann hast du, was weiß ich, 80 Kapitel, bis das Ganze abgehandelt ist. Du hast aber auch mal sowas wie Zoo, wo es, ich glaube, 22, 21 Kapitel oder so waren. Und dann hast du das wieder abgehandelt, weißt du? Und also kleine Zwischen-Arcs sind auch sehr, sehr geil. Ich weiß nicht, so ein Enel-Arc komplett kann ich mir nicht vorstellen. Nee, man darf nicht. Halt auch nicht vergessen, ich habe ja auch mal so ein Video gemacht, 100 Dinge, die ungeklärt sind in One Piece. Und die müssen halt alle noch geklärt werden, weißt du? So ein, überleg dir mal, wenn du jetzt in 5 Jahren One Piece beenden wollen würdest, dann müsstest du quasi jedes Jahr 20 von diesen Dingen aufklären. Und da sprechen wir nicht von kleinen Sachen, da sprechen wir von, weißt du, so,
Wo sind die restlichen Drachenschwerter? Muss ja auch irgendwie geklärt werden. Was ist mit den antiken Waffen? Jeder einzelne davon und sowas. Wie kann Blackbeard zwei Teufelsfrüchte essen? Und das sind ja diese Mega-Reveals. Also wirklich diese Reveals, wenn kommt, was das D ist zum Beispiel oder so. Oder was für Kraft, was für eine Kraft Dragon hat und so. Das sind ja wirklich diese Mega-Reveals, wo man erstmal so einen Monat geschockt ist. Und man müsste, wenn man One Piece in 5 Jahren beenden würde, müsste man jedes Jahr 20 Stück davon aufklären. Das wäre fast jedes zweite Kapitel durch die Pausen. Ey, weißt du, wo so ein Ultra-Reveal käme. Weißt du, was ich mir noch nicht wünsche? Was ich mir immer gewünscht habe erstmal, war eigentlich wirklich ein Flashback von Roger, einen längeren. Und den haben wir bekommen einfach so. Oh. Ne? Ja, ja. So, ja, jetzt die Frage, ja, was wünscht man sich noch vielleicht nochmal so ein, ich glaube fast nicht mehr, dass es nochmal so einen ausladenden Flashback gibt wie diesen, aber vielleicht ich einen. Ich wünsche mir einen Roxy Sebek-Film, ja, ich sag dir, wie es ist. Ja, ich wünsche mir einen vor 800 Jahres Flashback. Wünsche ich mir noch. Ryuma, so, Joyboy, so dass das gezeigt wird, alles so ein bisschen, ja, Attack on Titan-mäßig, aber das so ein bisschen, das so auch mal länger gezeigt wird. Nicht nur ein bisschen angerissen in irgendeinem Pornoglyph, sondern dass wir das mal richtig sehen, wie mit Oden die Geschichte so. Dass wir mal Joyboy sehen. Das wäre ja schon mal was. Aber es könnte, es könnte passieren, wenn nämlich Toki nochmal irgendwo auftaucht. Dann könnte das nämlich alles passieren, weißt du? Sie könnte uns diesbezüglich nämlich aufklären, so als Erzählung oder so. Ich sag's dir, wenn der Moment, wenn Joyboy gezeigt wird und einfach genau wie Roger und Ruffy aussieht, weißt du? Das wäre also echt auch zu krass. So dieses kurze schwarze Haar, dieses Lächeln und so. Er muss ja sagen, Roger, wo er jünger war, er sah ja exakt genauso aus wie Ruffy. Ja, also. Das ist halt echt so. Ja, ansonsten, war's das auch fast schon. Ne? Ich habe ansonsten zukünftige Arcs, Leute, ihr könnt auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr euch noch so wünscht und vor allen Dingen auch, was glaubt ihr ist denn am wahrscheinlichsten so an Arcs, die noch kommen. Ist jetzt so ein Impel Down Arc, der letzte Krieg und sowas wird kommen, weil der wurde auch schon angeteased, selbst von den Editoren, also den haben wir schon in Stein gemeißelt. Elban würde ich fast auch schon in Stein gemeißelt ansehen, so, weil Elban haben wir auch schon gesehen, von der Insel her. Das wird auch schon mehr oder weniger lange aufgebaut, so, das wird kommen. Elban wird besucht. Das ist klar, so. Sonst hast du noch irgendwas? Nee, also, ich habe ja noch einen Arc. Ja. Also, ich würde sagen, dem Grunde nach ist schon das, worauf wir uns freuen können, denn wir sind halt in dem finalen Abschnitt, man darf es nicht vergessen, es wird nur noch ein Road-Pornoglyph quasi für die Strohhüte, beziehungsweise, wenn man jetzt das mit Wano Kuni mitzählt, dann zwei. Die Kaiser sind positioniert, zwei Kaiser sind auf Wano Kuni, Blackbeard ist der finale Gegner, Shanks wird jetzt nicht der Todfeind von Ruffy werden, so, das heißt, man ist wirklich in den absoluten finalen Zügen, die Yonko-Saga geht schon eine ganze Weile und wird auch irgendwann ihr Ende finden und, ich glaube wirklich, wir werden noch ein paar Jahre Spaß mit One Piece haben, aber ich glaube jetzt, wie gesagt, auch nicht, dass noch diese Arcs kommen, wo man anlegt und sich so freut, hey, was ist das denn für eine Insel? Und auf einmal kommt so ein Reveal, dass die Insel von irgendjemand kontrolliert wird. Man darf auch nicht vergessen, diese 7-Samurai-Thematik, die man immer hatte, Alabaster, Sir Crocodile, Thrillerbug, Gecko Moria und Sabaody, die Archipel, vielleicht auch Kuma so ein bisschen, Dressrosa, Doflamingo. Diese 7-Samurai-Thematik ist auch abgehakt, so, weißt du? Man hat die 7-Samurai gesehen, man weiß, wo die sind, Amazon Lily, Bo Hancock und so, alles erledigt. Deswegen, gibt es nur noch Kaiser, Road Poneglyph, Finale, One Piece. Das ist halt das, wo es jetzt hingehen wird. Deswegen eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Alles das, was noch in Zukunft uns erwarten wird, schreibt das auf jeden Fall mit rein, was euch interessiert. Und dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich schon, oder? Ja, würde ich auch sagen, liebe Leute. Ja, dann sag ich jetzt mal ganz ungeniert und frech, wie ich bin. Ciao. Und tschüss. Oh Gott, war das weird.